Hallihallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal auf Timolia. Wir spielen das Jump'n'Run. Denn es gibt hier jeden Tag einen Jump'n'Run als kleinen Adventskalender. Genau, und dazu geht man einfach auf Spiel auswählen, dann auf Advent. Und gelangt dann, ja, hierhin. So, ich gehe mal in den Adventskalender-Server rein und betrete Türchen 4. Und heute ist eine echt coole Map. Ihr habt es nämlich, glaube ich, gerade schon gesehen. Slime. Ja, und deswegen nehme ich es auch auf. Ich denke, dass ich das jetzt nicht an dem 4. Advent hochladen werde. Sondern, keine Ahnung. Ups. Das wollte ich nicht. So. Genau. Sondern irgendwas anderes. Ich werde es auch ein bisschen zusammenschneiden. Und der Bauer ist Fabi. Map Slime. Schwierigkeit Mittel. Dauer 15 Minuten und Belohnung 150 Pixel. Okay, eine mittlere Map. Ich habe hier eingestellt, dass wir nur meine, also dass ich nur meine Freunde sehe. Da ist gerade Lee PvP, den habe ich in der Freundesliste, deswegen sehe ich den hier. Und ja, das Jump'n'Run dürfte nicht allzu schwer sein, weil halt Mittel da steht. Trotzdem werde ich oft failen und deswegen werde ich so ein bisschen, ja, zusammenschneiden. Ich werde auch in diesem Video ein bisschen die weihnachtliche Stimmung erhalten, aber werde auch in demnächst halt mal Videos machen, wo ich ja, jetzt unbedingt nicht so eine extrem weihnachtliche Stimmung mache, oder wie man das sagt. Halt, ganz normal halt. Zack, oh Gott. Das war schlecht. Zack, und geschafft. So. Wir wissen, Slimes sind klasse. Oh Mann. Deswegen ist die Jump'n'Run auch klasse. Und das hätten wir geschafft. Okay, ein Checkpoint. So, ihr seht schon, ich habe jetzt einen relativ langen Schritt gemacht, weil ich hier relativ lang gehangen habe. Warum ist da schon ein Checkpoint? What the fuck? Okay, zack. Willst du hier lang? Ach, muss da reinspringen, okay. Zack, so. Hier hoch. Sprinte. Ups, habe ich alle Spiele unsichtbar gemacht, sollte ich nicht. Oh Gott. Als Besichtiger? So. Jetzt nur Freunde sichtbar. Okay, was? Der ist noch hier drin, jetzt. Sprinte. Gehen jetzt. Wie soll das denn gehen? Ach so. Okay, ich verstehe. Hier hoch. Ja, man muss aber springen, nicht nur sprinten. Was steht da? Oh Gott. Sprint und wahrscheinlich muss man auch springen. Oh Gott. So, geschafft. Und jetzt hier hin. Ups. Checkpoint. Springe um den Block. Okay. Ah, okay, da unten ist ein Slime-Block. Okay, das war schon mal falsch. Nein. Nein. Oh Mann, ich finde sowas richtig schwer einfach. Jetzt. Ja, nice. Nach links, okay. Hier hin. Wenn ich jetzt hier runterfalle, hätte ich keine Lust, es nochmal zu machen. So, hier kann man ruhig runterfallen, aber hier jetzt auf gar keinen Fall. Und Checkpoint, okay, nice. Fuck, was ist das denn? Hä? Hier wahrscheinlich hin. Gut. Zack, zack, zack. Nein, hä? Ach, man wurde hingeportet, schon gedacht. Okay, hier ist Max. Hä, what the fuck, was ist das denn? Warum ist es so grün? Ach so. Da hinten sind Slimeblocks und das ist nur grünes Glas. Deswegen, weil in meinem Textpack sind ja Slimeblocks blau. Spring auf den Slimeblock unten rechts in die Wand. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Wo meint er denn? Ach, ich glaube. Genau, ja. Das stimmt hier hin. Nein. Will ich jetzt? Hier wieder, toll. Zack. Zack. Hopp. So. Jetzt hier hinten. Oh, das ist doch. Oh, geschafft. Nice. 7 Minuten. Springen hier hin. Okay. Ist auf jeden Fall schon ziemlich cool, aber. Oh, ein Schild habe ich nicht gesehen. Oh Gott, muss ich jetzt. Ach ja, wieder. Nein. Zack. Zack. Okay, was steht hier? Springe auf den Slimeblock unten.
So. So. Oh, nein. Oh, fuck. Jetzt habe ich es geschafft. Weil Slime Blocks sind halt, man kann da richtig coole Jump'n'Runs damit bauen. Und das hat Fabio ausgenutzt. Was halt echt cool geworden ist. Ich werde auf jeden Fall eine gute Bewerbung geben, Mann. Gestern das Jump'n'Run fand ich überhaupt, also ich fand es schon gut, aber es war halt ein, es stand zwar ein leichtes Jump'n'Run und ich fand es auf gar keinen Fall leicht. Also ich habe ihm auch eine, ich fand das Jump'n'Run selbst ganz okay, aber ich habe das auch eine schlechte Bewertung gegeben. Heißt, ich habe geschrieben, dass es nicht gut, dass ich nicht gut fand. Weil an sich wäre es für ein schweres oder mittleres Jump'n'Run okay, aber naja, es waren halt ein paar Sprünge dabei, die beim leichten Jump'n'Run einfach nicht dabei sein sollten. Okay, wir sind jetzt bei 8 Minuten 22. Ich habe keine Ahnung, wie das noch ist. Ich mache auch hier First Try natürlich. Nach links. Nach rechts. So, wie gesagt, Checkpoint. Ich werde wahrscheinlich danach nochmal spielen, um meine Zeit zu knacken, weil es wahrscheinlich immer. Man schafft es nämlich dann immer besser. So, das wäre geschafft. So, wo geht's hier weiter? Hier hin. Zack. Ups. Ups und Checkpoint. Drumherum. Muss man dann hier hin? Ja, wahrscheinlich. Zack und nein. Man hätte vielleicht die Map noch ein bisschen mehr Slime-artiger bauen können, weil hier ist halt extrem viel mit Eisenblöcken gebaut und nur halt die Jumps sind auf Slimes. Aber sonst ist es echt cool. Oh Gott, hab ich lange gehangen. Jetzt habe ich es geschafft. Okay, nice. Jetzt. Nein! Ach nee. Bitte nicht. Ich habe jetzt so lange gehangen. Ist immer so knapp einfach gerade. Nice, geschafft, so. Und zack. Nice, 12 Minuten. Oh Gott, habe ich lange gebraucht. Okay, jetzt geht's hier runter. Zock. Oh Gott. Hä, nein. Hä? Lol. Aber man sollte wahrscheinlich gar nicht hin. Wahrscheinlich hier hin. Ups. Dahin. Okay, nächster Checkpoint. Und jetzt, da ist schon das Finale, beziehungsweise das Ende. So. Und. Nein. Ach, fuck. Ich hasse, wenn ich am letzten Sprung so anhänge. Das war letztes Jahr richtig oft so. Och man. Ganz oft war der letzte Sprung einfach immer ultra schwer. Aber geschafft. Klicke hier, um eine Note zu geben. Okay, gebrauchte Zeit 13 Minuten und Dings. Okay, eine Note geben. Es gibt sehr schlecht, schlecht. Okay, gut, sehr gut. Ich fand's gut. Okay. Bild bei Fabi. Okay, nice. Wir haben es in 13 Minuten geschafft. Ich denke, das geht besser, aber naja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Und ich würde sagen, bei 30 Likes werde ich nochmal so einen Jump'n'Run aufnehmen und es ein bisschen zusammenschneiden. Naja, gut, dann ja, bis zum nächsten Mal und ciao.